Das Büro muss schöner werden. Hausflipper. Wie lange wird das schon spielen? Das ist schon bestimmt schon Monate. Könnte schon, ich glaube, November. Es muss schon im Oktober gewesen sein, dass wir das gespielt haben. Die ersten Streams dazu. Kommt mir auf jeden Fall schon lange vor. Und wir nähern uns auch langsam dem Ende. Ich meine, wird noch ein paar Wochen dauern. Wir haben noch jede Menge Aufträge. Noch ist das Postfach nicht leer. Wir sehen uns gleich wieder. Noch haben wir das Schloss uns nicht gemietet. Können wir es eigentlich schon? Müssen wir mal gucken, wie viel Geld wir haben. Da müssten wir eigentlich mal drauf sparen. Na, sparen ist eigentlich nicht. Wir müssen das Büro einrichten. Da werden wir auch viel wieder ausgeben. Und durch die Aufträge kommt eben mal wieder was rein. Das ist das doch schon unser Büro. Von außen muss dann auch nochmal gestaltet werden. Haben wir gerade, das reicht wahrscheinlich, das reicht für ja nichts. So. Hier haben wir noch 6 Aufträge. Hier gab es ganz unten 447.000. Gab es die Burg. Ein Haus auf dem Mond können wir uns auch kaufen für 2.000. Ich will die Burg in meiner Burg einrichten. Das wäre so wirklich das Highlight. Da können wir dann auch ein paar Streams mit verschwenden. Tausend haben wir jetzt. Ja, dann müssen wir noch. Das wird noch dauern. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen. Können wir noch ein paar Parts mehr länger machen. Den Büroraum hier, das Arbeitszimmer habe ich mir im letzten Stream schon sehr gut eingerichtet. Haben wir hier gerade mal. Plüschtier. Ja, aufs Sofa gehört natürlich ein Plüschtier drauf. Pinguin-Plüschtier, der Bob. Nicht aufs Sofa, das ist ja skandalös, dass der nicht aufs Sofa darf. Das muss doch gehen. Sehr schade. Dann aber davor. Unser kleines Maskottchen, der Bob. So, den Flur wollten wir heute mal machen. Der Eingangsbereich. Können wir hier vielleicht einen Wartebereich machen? Außenwände aufreißen können wir nicht. Da was ranbauen. Ich meine, wir haben auch hier groß genug Raum. Ich dachte so, wir haben ein zweites. Ein zweites Klo einfach mal ins Büro dran. Wir haben hier ein Büro. Also wir haben hier ein Klo, was wir noch einrichten müssen. Ich würde erstmal sagen, hier machen wir ein Orange oder ein Gelb für den Eingangsbereich. Wenn wir hier ein Wartezimmer, wenn wir einen Wartebereich haben, dann brauchen wir hier auf
jeden Fall von der Farbe her. Und so eine schöne Tapete. Gelbtönen oder sonnige Farben. Beige würde ich nicht nehmen. Fliesen wäre mir auch nicht. Wäre auch nichts. Die Tapeten sieht alles ziemlich naja aus. Und Sonnengelb. Mit Sandmandel gemischt. Sandmandel, was so in die Richtung Beige ein bisschen geht. Aber mal, der Boden muss da auch mal gelegt werden. Ja, da brauchen wir auch fürs Büro noch einen anderen Boden. Gibst du die Löcher an der Wand? Okay. Gibt sich denn Löcher an der Wand? Ich bräuchte mal einen Tipp. Zweifel einhauen und neu aufbauen. Wie viel Gipsen war denn in der Wand? Nie gemacht. Eine Tapete drauf. Immer für Gips. Sind hier noch mehr Löcher? Ah, jetzt geht's. Ist Loch gefüllt. Was ist das für ein weißer Kasten, der da hervorkommt? Jetzt zum Dach oder? Aha. Scheint ein Teil der Konstruktion zu sein. Was habe ich damit kaputt gemacht, wenn ich das jetzt entfernt habe? Nix. Stand vielleicht mal ein Kamin. Mit dem Farbton gehen wir vorsichtig um. Nicht zu viel davon.
habe ich jetzt auch was dazugelernt, dass wir die bisher benutzen können. Das gegenüberliegende Wand noch, würde ich sagen, dann können wir den Rest in dem Wandsturm hier machen. Ja. Ich würde sagen, matcht sich gut. Kann man machen. Das Orange ist ein bisschen doller grell, aber okay. Nur das auf links daneben stellen und daran aufhängen. Vielleicht kann man eins der Fenster mal irgendwie rausmachen und dann Fernseher dran hängen, oder für die Spaß der Fernseher auch hier dran neben das Fenster. Will nicht mehr dort malern. So, dann machen wir die Wand hier noch. Vielleicht können wir da hier so einen Bogen machen. Das hier orange machen. Das könnte hier noch mit dazugehören zu dem. Das was dabei lassen, im Orange. So weitermachen. Sofern es nicht zu schwach aussieht daneben. Nö, das hat was Interessantes. So können wir es machen. Den Rest mit der Farbe voll. Dann sieht es doch nicht mehr ganz so schäbig aus. Mit den grauen, befallenen Wänden. Mit ein bisschen Farbe sieht alles schön aus. Deswegen habe ich bei dem einen Auftrag, wo wir dunkel gestalten sollten, mach das hier lieber orange. Das kommt besser. Deswegen habe ich da auch einen Regenbogenkeller hingemacht. Das ist in den Bunker. Macht das Leben bunter. Wird die Tür fast ein Stückchen versetzen. Einfach nur um einen. Und das dann hier. Hier einen besseren Übergang zu haben. Wie was? Ich kann keine Wand reinmachen. Zu wenig Platz, um eine Wand zu bauen. Ach so, weiter. Sekunde. Das
Jetzt gehen wir hin. Nein, da musst du mal eine Tür kaufen. Eine Tür. Welche haben wir denn da genommen? Könnten das diese Türen sein? Mit Fenster, ja genau, das so muss das. Fenster ins Bad. Die Wände mal für einreißen. Nein. Okay. Muss doch irgendwie eine Tür reinkriegbar sein. Nicht von innen. Da war früher die Tür dran. Jetzt brauchen wir hier aber eine Tür. Aha. Das ist eine lustige Tür. Und das sind wir hier die Wände entfernen. Wie war das mit den Türen? Können die nur in die Löcher eingebaut werden oder? Oder war das andersrum? Sieht eigentlich gut aus. Vielleicht finden wir noch eine Toilettentür. Mit
passende Toilettentür. Kann mich dran erinnern, da gab's was. Ah, das Schild gab es dafür. Daneben hängen oder drüber an die Tür selbst nicht. Das ist merkwürdig. Das gemixte Toilette. Ist ein bisschen blöd, dass die hervorsteht. So steht sie nicht mehr so sehr hervor. Ja, so kann man es machen. Nach oben die Wände zu, damit es nicht eine offene Toilette ist. Von innen muss da eh noch mal gemalert werden. Und von außen nur was jetzt. Genau so. Da wollen wir eh noch mal was wegen. Müssen wir die Tür noch mal austauschen. Wenn die passt, die noch nicht hin. Die Außentür auch nicht. Das ist eine Badezimmertür direkt. Das ist ja verspannt. Türen. War ähnliche Türen. Die Türen gäbe es hier. Das sind auch die zwei Außentüren. Kann ruhig so sein. Ein bisschen unterschiedlich. Was ist denn noch so für Türen? Ich glaube, das sind die Türen, die wir sonst überall drin haben. Jo. Dann machen wir es einheitlich. Ich hoffe, das klappt jetzt. Okay. Dann die Tür noch mal.
Ja, so muss das. Notausgangsschild. Schön, dass der auf die Toilette zeigt. Finde ich passend. Was ist denn da? Die Kissen im Keller. Im Bunker. Geht es da in den Bunker? Da ist auch noch ein Schild dran. Und der Kellertür. Nuklearschild. Schilder. Kein Eintrittsschild. Und zum Biohazard-Schild. Ich habe doch gerade schon was für einen Munkel gesehen. Was wir nicht genommen haben. Jetzt mal gleich mitgenommen. Ja. Wände, Tapeten. Wonach haben wir denn gesucht, dass wir das gemacht haben? Badezimmer, Türen, Türen haben eigentlich. Ich erinnere mich, irgendwas gesehen zu haben. Irgendwas. Als wir gesucht haben. Oh. Kuchen gibt's zu kaufen. Interessant. Müsste eigentlich unter hängender Deko sein oder so. Hier ist Survival, vielleicht finden wir da irgendwas. Hier nicht mehr das
Wenn doch auch mal Waffen und so weiter, wo man irgendwie noch. Ah ja, wie dem auch sei. Wir müssen weiter pinseln. Vielleicht finden wir was zum späteren Punkt. Dicht brauchen wir ja auch noch auf jeden Fall. Draußen zappenduster wird. Okay, ich muss mir wieder weiße Farbe besorgen. Und bei Abdecken tut man ja auch natürlicherweise nichts. Vielleicht ein Abdecken, damit sie nicht beklickert werden. Ja. So, jetzt mal verkaufen und die Fenster reinigen. Dass wir das noch nicht getan haben. Ich kann viel besser nach draußen gucken. Sieht doch schon gut aus. So, was kommt denn in den Flur? Jetzt rum, komm das mal ran. 200 Stück an der Zahl. Oder eine große. Dann können die da weg. Den kleinen Raum braucht man nicht zwei Heizungen. Genug Steckdosen, das ist wichtig. So, Leitern-Brüste. Damit wir von außen aufs Dach können, oder wie? Von außen malern können. Uff. Das kaufen wir mal nicht. Dachdecken haben wir eh noch nicht gelernt. Falls uns das was bringen würde. So, vielleicht gibt's hier.
Möbel für nicht Flur, sondern eher Wohnzimmer. Ein schönes Sofa. Für den Warteraum. Ich weiß nicht, ob wir das auch drin. Dann nehme ich lieber ein helles Sofa. Das muss schon abgestimmt sein aufs. Wände. Da wir jetzt schwarze Sofa von der gelben Wand, ein bisschen blöde. Ui. Hier ist Survival. Hier die Panzerabschnitte, die habe ich gesehen. Die könnten wir hier einbauen. Klar ist, dann geht es nach unten. In den Bunker. Ein Fallout-Shelter. Wenn sie es ja auch normal war. Ist nicht unnötig, aber. Einfach als Orientierung. Dann nicht jemand auf Toilette stolpert. Eine Bedienungsanleitung. Also erste Hilfe ist hier Beatmung. Mund-zu-Mund-Beatmung. So, Survival brauchen wir später. Waren das Sofa? Ein helles Sofa. Grasgrün, beige. Ohne Kaffee. Ja, ich weiß nicht. Jetzt zum Buzzer. Das ist noch richtig hinstellen. Versperrt deine Steckdose. Ich will gleich noch eine neue Steckdose anbringen. Steckdosen soll es nicht mangeln. Steckdose. Also eigentlich eher solche Steckdosen.
Architekturentyp E. Das sind die amerikanischen Steckdosen, die wir hier stecken haben. Die Lichtschalter eigentlich auch. Da muss eigentlich auch noch eine Steckdose hin. Mehrere sogar. Steckdosenleiste eigentlich. Alles verkabelt werden kann. Stück. BTU ist okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das scheint hier irgendwie für Bildschirm. Können wir da was machen? So das Wichtigste, elektrische Ausrüstung. Ja, der passt aber gerade so hier hin. Ein bisschen Netflix geguckt werden beim Warten. Oder aus dem Fenster geguckt werden. So. Sessel. Vielleicht von derselben Sorte. Das sind teure Sessel. Sollen ja auch angenehm sitzen. Die Leute, die hier reinkommen. Renovierung zu bestellen. So, Schweinchen rosa. Naja. Ich setze das Orange hier, das tut es besser. Können wir das so vorne mal setzen. Deutlich schöner. Müsste doch hier noch auf der Liste sein, ja, genau.
verstehe nicht, warum das Kaffee heißt, diese Farbe, aber von welcher Welt sieht Kaffee so aus? Aber okay. Das erdulden wir mal. Ein Stück nach links. Hier braucht es noch einen dritten Sessel, würde ich sagen. Und eine hübsche Lampe und einen Tisch. Gucken wir mal hier bei Lichter rein. Stehlampen. So vielleicht. So ganz schwer, glaube ich, ein bisschen zu gewagt, oder? In der Ecke, wo der Fernseher nicht steht. Ja, hübsch. Würde ich doch sagen, so als Wartezimmer. Dann noch ein Tisch in der Mitte. Couch-Tisch. Was machen wir da? Das ist ein helles Holz. Ja, muss doch passen. So oder so. Wie kriegst du da mitten zwischen? Dann müsste die Couch aber noch ein bisschen, das Sofa noch ein bisschen rutscht. Steckdosen dann auch wieder. Ja.
Es hat auch schon ein bequemes Wartezimmer-Feeling. Da wartet man mal gerne ein bisschen. Ja. Sie können auch noch eine Garderobe hin. Das heißt natürlich nicht so. Möbelflur. Schuhregal. So, Möbelflur. Möglichst in einer ähnlichen Farbe. Hat hier sehr gut geklappt. Mehr Haken als man jemals gefunden hat. 2, 3, 4, 5, 6 können hier. Und ja, noch mehrere Jacken. Und eine Deckenrichtung natürlich. Licht. Oder gibt es auch verschiedene Lichtschalter? Müssen wir auch nochmal auswechseln. Nach europäischen Standards. Lichter. Gibt es noch so einen großen? Den brauchen wir im Keller. Für den Bunker. Da hängt ein Lichtschalter, aber ich kann keinen neuen dran machen. Beeindruckend. Das passt. Brauchen wir noch einen
Deckenlüft. Genau. Dann machen wir eine Pause und dann machen wir weiter mit Aufträgen. Deckenlampen. Welche haben wir denn hier genutzt? Ach, den W20 Würfel. Können wir den hier auch benutzen oder? Ich nehme lieber diese Lichter hier. Ein bisschen mehr nach hier. Licht. Ach, hier ist noch ein Lichtschalter. Den einmal runter. Es sieht doch nach einem mit Liebe eingerichteten Wohnzimmer, Flur, Wartezimmer aus. Das ist jetzt Deko. Zeitung auf dem Tisch. Deko darf natürlich auch noch nicht fehlen. Kamin, haben wir Platz für einen Kamin? Ja, nicht so. Seiden, wir hängen. Wir legen das zurück nach dort. Neben dem Eingang passt sowas auch besser. Verzichten auf das hier. Und hänge hier noch einen schönen Kamin hin. Dann passt. Da passt er nicht hin. Aber fast. Vielleicht ein schmalerer Kamin. Uff. Schmalere Kamine, wie gesagt. Die Kamine sind alle so riesig. Wenn man die Tür noch verschieben, ist das echt. Nee. Too much. Dann platziere ich das hier mal wieder. Machen wir trotzdem eins draus.
Nee, das war zu zweit. Das war doppelt besser. Wo haben wir das? Hier haben wir das. Wo haben wir das? Da haben wir das. Hier haben wir noch hin. Dann brauchen wir ein paar Bilder. Was kann man hier machen? Der Bildschirm schon wieder gefroren. Auf meinem Laptop. So ein orangenes. Über die Couch sieht das doch gut aus. Landschaftsbild. Die Sonnenblumen passt zum Gelb. Es müsste aber kleiner. Ist schon klein. Diese Sonnenblumen. Was passt noch so farblich, thematisch? Sandwich. Ein bisschen groß. Eher was anderes. Ein Wäldchen, ein Feldweg. Rosa Bäume. Das heißt, man muss das hier loswerden. Wieso ist das kleinste Bild immer so riesig? Wir brauchen was sehr minimalistisches. Welchen Spiegel? Das brauchen wir ja am Bad. Und auch hier. Ein kleiner Spiegel an der Wand. Sag mal, übertreib doch nicht immer so. Außerdem ist das hässlich.
Bild weit im Wasser spiegelt. Okay. So kleine Spiegel. Haut hin. Ist noch eine stehende Deko. Und eine Lampe wäre vielleicht auch nicht schlecht. Tischlampen. Eine Schreibtischlampe. Hat was. Okay, beruhe sich auf den Tisch. Ein bisschen Klopapier. Dekoration. Goldene Hamster wird zu too much. Eine Hundestatue. Oh, ist gut. Eine kleine. Ist fast schon too much hier. Kann man machen. Gut, dann wird man uns einen neuen Auftrag. Und zwar nach einer kleinen Pause. Kurze Toiletten, Kaffeepause. Dann spielen wir gleich weiter. Mit einem dieser Aufträge hier. Bis gleich.
So, dann wollen wir mal ein bisschen noch weiter spielen. So, sehr gut. So, das habe ich letztes Mal schon angekündigt. Heute machen wir noch hier die... Was für eine Geldverschwendung hier von Ebenezer Scrooge. Eine wahre Prominenz, die uns hier einen Auftrag gibt. Guten Morgen. Ich habe dir schon mal einen Job gegeben, daher warte ich einen Kundenrabatt. Das fängt ja sehr gut an. Meine Ex-Frau hat ein paar teure Änderungen angefordert. Ich muss mich jetzt darum kümmern. Es liegt viel nutzloser Müll herum. Zum Beispiel Geschirr. Verkaufe die Lampen, denn ich will kein Geld für Strom ausgeben. Kerzen reichen. Gleiches gilt für die Heizung. Die kostet nur Geld. Ich bezahle nur, was ich angefordert habe. Kümmere dich auch um den alten Weihnachtsbaum. Mein Neffe weiß Gott, wo er gefunden hat. Hochachtung zu ihm, dieser Scrooge. Ein Auftrag für Scrooge annehmen. Das gibt hier. Da kriege ich 2 Euro für. Okay, räumen den Müll auf. Ach, das Zimmer haben wir doch. So ein ähnliches haben wir eingerichtet, aber auf andere Weise. Ich würde sagen, das haben wir doch eingerichtet, aber nee, wir haben es auf andere Weise gemacht. So, verkaufen. Die Frauschranks sind verkaufen. TV auch. Die Heizung, hier soll es kalt drin werden. Heizungsanschluss wahrscheinlich auch, oder? Drahtzähne, was auch immer das ist. Ah, das Ding hier. Ist noch eine Heizung drin. Ja, den Ofen, das reicht ihm. Das Klavier soll bleiben. Was uns dafür zum Ersatz gepasst. So, können wir angebracht werden. Wandlampe, lass es schön dunkel sein. Leute, Knauser. Das ist doch gut jetzt, das wir im Januar nochmal aufräumen. Obwohl, was machen. Untertasse aus der Nacht. Die Teekanne. Die reinige Verschmutzung, bist du dir sicher? Nicht, dass du noch einen Dreck hausen willst. So, das Müll hier. Und der Bilder an der Wand. Gegenstand kaufen. Das hätte ich für fast ausgeschlossen. So ein bequemes Sofa wollte er sich kaufen.
gucken, dann noch was Billigeres. Eindeutig hier hin. Und dann stöhnt heimlich Klavier spielen kann. Noch einen hin. Und einen dritten braucht er. Der sich vor allem verstecken. Ein einzelnes Buch. Statt dem TV-Gerät gibt es ein Buch. Aha. Eine Kerze dazu noch. Zwei Kerzen von diesen. Ah ja. Wir müssen auch wieder alles leer machen. Ich erinnere mich, wie ich das hier aufgebaut habe. Wenn ich so nehme es dir, aber da wird der Hammer. Tee bleibt da, die Liebe wird komplett und so. Ich muss bleiben. Ah, okay. Und wir brauchen einen Kühlschrank. So, Schneidebesteck. Schneider. Gut. Stuhl soll bleiben. Kronleuchter mit Kugeln. Das mach sauber. Noch hier hin. Ich hätte echt Bock drauf gehabt, das mal zu verschönern, da statt dem Kochfeld, statt ihm seinen Wunsch zu erfüllen, nehmen wir mal das Zimmer noch weihnachtlicher zu gestalten. Ach doch, auf einmal Kronleuchter. Sollen wir noch eine Wand einkloppen, damit es hier damit man den Platz spart. Heizkörper fürs Bad einbauen. Was? Heizung einbauen? Hat er nicht gesagt, Heizung muss weg. Gegenstand verkaufen, stimmt. Efrit im Bad. Die Wandlampe. Wandleuchter, Licht in der Dunkelheit. Aha. Doch Kerzen, das ist kein Strom, oder? Doch, das ist Strom.
Ja, aber uff. Vier davon will ich haben. Okay. Klo noch eins. Sieht gespenstisch aus. Nicht schön, können wir den noch entfernen. Kerzen hat zumindest einen Blick. Ah ja. Sieht bestimmt nachts sehr romantisch aus, aber... Mach mal über das Licht an. Gefällt bestimmt zwar nicht dabei. Jo. Kann es verkaufen hier. Das Licht muss weg. Heizung. Hier die Blume, das Fenster noch rausmachen, wenn es auch nicht kalt wird. Ich kann jetzt schon den Auftrag beenden. Und da wäre ich doch. Was soll ich auch das machen? Der Sessel, Wandlampe. Tiefenbach hier, was auch immer das ist. Das nicht. Ach, die Pflanzen wahrscheinlich. Verschmutzung reinigen. Okay, Kronleuchter und Kerze. Kennen wir eigentlich schon. Einen sehr, sehr gruseligen Effekt. Kerze mal hier hin. Ja, noch ist hell draußen, aber nachts, uff, da kommen doch die Geister. Ja, doch ist die Geister mit an. Achtung, Spoiler. Kleiner Schrank. Auch der, die Sache mit, ich möchte einen Kundenrabatt. Würde ich einfach mal sagen, da hätte ich einfach gesagt, okay. Die Summe gesagt, die
gerade in Gelsingen irgendwie so. Also die anderen zahlen mir alle eine Million dafür. Das ist, wenn ich so genehmigt bin, kriegst du das schon für 500.000. Der Standardpreis ist dann 1 Million für. Zwei Lampen wie luxuriös. Lass dem Knause sogar das Licht an, damit es schon noch ein bisschen Strom verbraucht. Aufgaben wunderfüllt. 5.000. Und dann lässt das Licht aber sowas von brennen. Und Hammer haben wir gar nicht mit dabei. Sehr schade. Jetzt würde ich hier noch ramponieren gehen. Tja, schade. Prozent für 5.000, das war ja okay, war ein kurzer Auftrag, da können wir noch einen anderen machen. Das war ja nichts. Oh, gleich wieder von Ebenezer Scrooge. Rette mein Weihnachten, ich bin's wieder. Ich weiß, es ist Weihnachten, aber hast du einen Moment Zeit? Ich zahle jeden Betrag. Aha, das klingt schon anders. Machen die Weihnachtsaufträge erstmal noch zu Ende. Damit wir sie nicht im Juni machen müssen. Falls das noch. Wir kriegen immer wieder neue Aufträge. Weiß nicht, wie lange wir das hier noch streamen. Ich habe mich kaum um mein Haus gekümmert, aber mein Geld hat nun ein Ende. Ach, das ging ja schnell. Ich habe alle Leute eingeladen, die sonst nirgendwo hin können. Ich habe versucht, selbst zu dekorieren und zu renovieren, aber die Zeit wird knapp. Ich möchte, dass alle in Weihnachtsstimmung kommen. Bleib bitte zum Essen, wenn die Arbeit getan ist. Wir werden das alte Klavier abstauben. Hoffentlich weiß ich noch, wie man spielt. Frohe Weihnachten, Ebenezer Scrooge. Aha. Jetzt haben wir sein Haus wieder, nachdem wir es wieder ausgeräumt haben, sollen wir es wieder weihnachtlich schmücken. Schneewehen entfernen. Noch ist Januar, da können wir noch. Auch im Februar können wir das noch machen. Ist noch nicht verjährt. Oh je. Räumen wir den Müll auf. Okay, hat doch jemand die Wand durchgebrochen. Ging schon verkaufen. Kisten wahrscheinlich. Der als einziges Regal genutzt hat. Okay, hier war ein Klo drin. Die schmutzigen Sofas.
Holzofen. Jetzt können wir jetzt doch mal streichen. Der grauen Wohnung. Fantastisch. Lass mal die Spinnenbeben weg. Ist alles schmutzig. Und eine Stimme, die nicht schmutzig ist. Hier ist eine Spinnenwebe. Naturbeige. Es braucht viel Farbe. Einmal drüber hauen. Ne, ist jetzt kein Orange, aber immerhin ist nur beige. Könnte noch jetzt freudiger sein, aber ein bisschen im Auge behalten, für wen wir hier arbeiten. Da ist das schon ein Wunder, dass wir hier streichen. Okay, dann müssen wir gleich noch mit Weiß nachstreichen. Da hier ja in diesem Spiel absolut nicht abgedeckt wird, brauchen wir nochmal eine kleine weiße. Kleine weiße Kiste, Eimer. Dann wird das Haus doch gleich viel heller. Wenn es nicht mal grau ist. Grau-schwarz. Fand ich fast schade beim letzten Auftrag, das war da nicht noch rustikaler. Streichen müssen. Also streichen nicht, aber so selbst den Sessel noch verkaufen oder so ein. Wie hier die Kisten als Schränke und die hier als Stuhl irgendwie in einem Pappkarton. Alles, was kostenlos gibt. Und wir essen hier mal mit einer Wand, schon mit einer Wand drin. Auf der Küche ist ja auch ein Ding, was man machen kann, aber. Naja. Thank you.
Der Streich dauert hier ein bisschen. Der Auftrag ist diesmal nicht so schnell fertig wie der letzte. Und da kriege ich doch hoffentlich ein bisschen mehr für. Ja. Ich hoffe, dafür reicht das große Fass. So ein großer Raum. Okay. Da müssen unbedingt da fließen rein. Der Fahrbein macht's gleich alle. Gerne mit noch mehr streichen müssen. Gut, dass ich keine Mittlern gekauft habe. Wenigstens alle. Nein, ich muss gleich wieder mit Weiß nachziehen. So, gleich haben wir den ersten großen Raum. Erstes leer. Ja, aber das ist ein anderer Fall, das ist weiß. Ich habe jetzt einen großen weißen gekauft. Großen weißen Putz. Großer weißer klingt immer falsch. Damit muss ich noch mal. Japanische Ulmer. Klappen.
Na, wenn das nicht freundlich aussieht, dann weiß ich auch nicht. Gleich viel mehr Licht rein in die Sache. Also Helligkeit, Licht jetzt nicht wirklich. Jetzt kann ich erst mal Lampen installieren. Aber es ist doch hier. Ups. Schon viel freundlicher geworden. So, hier kommt ein Termin dran. Sofa. So muss das nämlich. Ein wunderschöner Kronleuchter. Na, das ist doch schöneres Licht. So ein dimmeriges Kronleuchter, Kerzenlicht. Noch ein Ecksofa rechts. Noch eine große Runde hier sitzen. Nicht mal einen Stuhl. Ein Bücherregal. Ja, das steht aber nicht ganz gerade. Das sieht doch wohnenswert jetzt schon aus. Esstisch. Vielleicht in einer anderen Farbe. Ja, so richtig. Den Tisch schmeißt mal hier hin. Couchtisch. Befürchte, den brauche ich dann noch oben, den Eimer. Horizontales Bücherregal. Ah ja. Das muss aber. Muss aber hier hin. Die Couchtisch aus Holz.
Was ist das, wo ich das Zeug alles hinpacke, ne? Ledersessel. Zwei davon gleich. Der Esstisch eher hier hin. Eine Lampe. Das machen wir doch noch passender. Vermute mal, der Tisch soll dann hier hin. Noch eine Lampe. Die kommt hier hin. Das Licht. So viel Helligkeit. Spiel für den Esstisch. Lautsprecheranlagen. Der Tisch muss dann wahrscheinlich noch verstellt werden. Tischmatte Stern. Okay. Ach, sechs Stück. Verstehe. Ein Dinner for One Table hier. Ein bisschen was. Da kommt man nicht durch, muss man aber auch nicht. Festtagsteller. Dann wird schon eingedeckt. Suppentenner. Können wir doch ineinander stellen, oder? Yep. So
macht man es, glaube ich, auch. Mit den Suppentellern irgendwie. Großteller stecken. Jeder noch eine schmucke Tasse. Tafelmesser. Ich muss schon mal das Besteck bereitlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Sachen alle richtig anordne. Zum Glück bin ich nicht im Tischmanieren. Tischetikette. Was ganz hübsch aussieht. Gabel. Den Löffel noch dazu. Ich glaube, das war so, wo die wurden da drüber positioniert. Jo, Weihnachtsbaum. Ein großer. Hausklipper Schneekugel wieder auf den Kamin. Das sind die schönen Gedanken, schönen Anführungszeichen. Zweig. Der geht doch hier rüber. Oder hier haben wir die Toilette. Und über den Eingang. Lass ich mal Mistelzweig küssen. Und der Mistelzweig. Weihnachtsglocken. Geschenk gibt's. Ich glaube, die waren hier in Amerika und vom Kamin wegen den Socken und so, nicht unter dem Tannenbaum. Geschenktüte. Da gibt's eine reichliche Bescherung.
ein ganz großes Geschenk. Hier müssen noch die Sterne hin. Ist doch dunkel. Und leuchtet alles viel schöner. Käsekuchen. Der kommt doch auf den Tisch. Und schon extra rausgeschnitten ein Stück. Brownies. Oh, da läuft man los. Da kriege ich doch jetzt Appetit drauf. Sehr fies. Und ein Stollen. Übertreib mal. Ja, sicher. Ein kleiner. Hörbare Anführungszeichen. Kleiner Fernsehbetreichen. Klein. Also hör mal. Da ist meiner, den ich bei mir im Wohnzimmer stehen habe, ein Witz. Der Tisch ist dagegen ein Witz, der da drunter steht. Das passt doch. Kerzen. Aber hübsche Kerzen. Der Tisch wird auch noch mindestens einer. Hinten aufs Klavier noch einer. Bisschen dunkel dort in der Ecke. Was kann's auch aus hier? Gemütlich, kleine Ecke. Genau so. Der gehört noch ein bisschen Weihnachtsschmuck hin. Wenn wir schon mal dabei sind. Dekoration. Spendiere ich. Kleines Geschenk von der Firma.
so, hier muss noch einiges gemacht werden, vor allem Licht. Oh weh. Oh nein, jetzt muss ich die ganze Küche wieder einrichten. Das dauert ewig noch, dieser Auftrag hier. Wie soll ich denn ohne Licht hier... Das sieht echt, wo es nicht aus ist. Schnieke aus auch im Dunkeln. Guck auf die Minimap. Mich in der Wand vergipsen. Streichen. Das B schon drüben übernehmen. Der Elmer steht noch oben. Erstmal im Dunkeln arbeiten. Könnt auch jetzt schon nicht installieren. Aber eine Aufgabe nach der anderen. Ich brauche eventuell doch mehr Farbe. Eine schöne festliche Musik. Durch die Standardmusik, aber ich bilde es mir ein, dass sie festlich ist. Ein bisschen gerade festlicher Rumdekoration mache. Da wird es wieder Tag draußen. Sehr schön. Man wird sich besser beim Tag.
meine ganze Nacht durchgearbeitet. Die Fliesen übernehmen. Sieht gleich viel besser aus. Stehendes Schneemann. Wie sich das jetzt Schnee, stehender Schneemann. Lecker. Kalter Kaffee. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal, das gut einzurichten. Das letzte Mal, als ich eingerichtet habe, war es ein bisschen scheiße. Das muss schon ordentlich auch sehen. Ring des Schneemannes, so heißt das Ding. Die Regale hier. Kühlschrank. Und wahrscheinlich eher hier. Den Eckschrank. Und ich krieg's wieder nicht, dass das hinpasst. Oh je. Fällt hier hin. In die Ecke. Kann man die irgendwie so dicht zueinander stellen, dass die verbunden aussehen? So gemein, genau so meine ich das. Das kennt vielleicht so als Bar. Ja, was haben wir da? Holzkücheninsel. Ja, dann muss das. Kann das vielleicht so hin? Können wir hier einen Kreis bilden? Ein Viereck.
Ja, verstehe. Kriegen wir das so hin? Glaube hier so mit offenem möglich, dass man hier durch kann. Dass man das hier zumacht. Nee, so passt das nicht. Ecke hier macht. Aha. Ich auf die Seite das. Ich würde das hier verbinden. Das ist das Spülbecken. Das sollte meiner Meinung nach neben dem Herd stehen. Machen den Herd hier hin. Das dann hier um die Ecke. Wir schauen für den anderen Platz. So könnte es klappen. Das muss aber noch anders. Ich weiß, die Kücheninsel ist eher so in der Mitte des Raumes, aber wie können wir das hier so? Das muss natürlich auch von außen. Na geht.
Kühlschrank jetzt hier so. Mal hier so ein Modell. Denke ich, ist machbar. Abzug sauber. Hier macht Sinn über dem Ofen. Weiß nicht, ob die auf dieser Höhe Sinn macht. Hier muss natürlich nicht rein. Schatten. Zugestanden Glas hier auf die Tresen. Tinder mit Bonis. Sieht aber nicht so weg aus. Stück Käsekuchen. Und Weihnachtsmuffin. Und noch einer. Holzschneidebrett. Spezialdessert. Muss ich dann eher hier hin platzieren? Ich hoffe, der zählt dann noch. Nein, der zählt nicht. Ist ein bisschen blöd. Dann setzen wir den dritten hier hin. Und später ein bisschen den Eingang. Liebkuchen, ja, das Wichtigste. Wow. Ich würde gerne reinbeißen. Ich nehme alles. Ich bleibe auf jeden Fall zum Essen. Nach dem Stream. Wenn es nur gehen würde.
Gegenstand verkaufen. Keine Badewanne mehr. Kommt eine neue hin. Ein besseres Klo. Einfach schon mal reingepisst. Duschinstallation. Okay. Jetzt kommt hier eine Dusche hin. Okay, da muss dann noch eine Dusche hin. Okay, da ist relativ ungünstig angebracht, aber was soll's. Verstecken, ich bin nach wie vor ein Vampir. Handtuchhalter muss hier hin. Seifenspender. Klobürste, die kommt hier hin. Ein Mülleimer. Das Wichtigste im Bad. Das Klopapier. Ein Spiegel. Kleine Schminkspiegel. Moment, vielleicht können sie hier drüber oder? Zwei davon brauchen wir. Machen wir eine hier hin und eine dorthin. Und einen schönen Feldweg. Und ein Klo. Oder so. Das erste Geschoss haben wir fertig. Und weiter geht's. Vorhänge verkaufen. Da kommt besser dran. Schildtür. Oh, da sieht es auch schrecklich aus. Ich hab's geahnt. In derselben Farbe streichen muss. Deswegen steht da der Eimer. War auch voraussehbar.
bestimmte Farben. So. Da muss ich irgendwie rankommen. Und der Teppich auf der Treppe passt schon sehr gut. Man lässt sich neue Farbe zu holen. Aha, dafür habe ich noch einen weißen Eimer stehen. Unsicheres Arbeiten auf dem Geländer. Okay, dann mache ich hier die Farbe, die Wand weiter. Die Wand mit der Farbe. Das sind Großräume, die bauen fast den ganzen Farbtopf. Einen großen. Das ist ein Jumbo. Könnte klein, groß und noch eine große Größe. Okay, ich glaube, da haben wir es. Eine Wandleuchte brauchen wir. Eine Deckenleuchte. Die wird ja ein bisschen mittiger. Die Wandleuchte. Nochmal hier und hier. Na, die Tür. So, Schrank, die Wand. Passt hier in die Ecke.
der vielleicht hier hin. Modernes Holz, Bücherregal. Na, das sieht ja besonders aus. So, Weihnachtskranz. Der Nussknacker gehört da auch mit dazu. Der darf da nicht fehlen. Bogenhanf. Ach. Das erklärt einiges in der Weihnachtsgeschichte mit Scrooge. Das erklärt so ziemlich alles. Eine Lösung für die ganzen Rätsel in dieser Geschichte. Sehe den Weihnachtsgeist der Zukunft und der Gegenwart und der Vergangenheit. Jo, das erklärt so viel. Eine Vase. Oder wo soll denn die hinpassen? Drei davon. Da steht sie sehr sicher. Ich denke, was sie sicher war. Ins Treppenhaus, damit sie da rumrammeln kann. Oh Gott, die zählt da nicht. Hier war. Nein, die muss woanders stehen. Ja. Nicht alles Schmuck ist sinnvoll. So. Sachen verkaufen. Die sieht ja räudig aus. Den Bäcker, Nachttisch, Kerzen, die kennen wir noch. Okay. Reinigen die Verschmutzung, das ist hier nicht verschmutzt. Modifiziere die Wände. Aha, ach so, streichen die Farben. Neue Farben. Thank you.
sehe keine Verschmutzung mehr. Also ich sehe schon welche, aber wird mir nichts auf der Karte mehr angezeigt. Rot im... Okay. Gewarnt. Rot im Schlafzimmer. Der hat nicht vor zu schlafen in dem Zimmer, oder? Der hat anderes vor. Der alte Knacker. Heißt nicht umsonst Rotlichtmilieu. Streich dein Schlafzimmer in Rot und du wirst dann nie wieder drin schlafen können. Du wirst das mit dem Sein, du schaffst das komplett zu verdunkeln, damit es schwarz wirkt, aber in der Licht reinfällt. Rot ist eine Farbe, die wach hält. Das macht Sinn im Rotlichtviertel. Rotlichtmilieu. Also ist der wach bleiben. Geh ständig hin zum Schlafen. Also doch schon, aber. Wandfliesen liegen, Tapete, hässlicher Pullover. Okay. Ah, auch ein Rot. Nur weil es Weihnachtsfarbe ist. Nur weil Rot und Grün weihnachtlich ist. Die Kombi sollte man. Das heißt, bei Weihnachten kann man mal gucken. Dass man die ein bisschen weniger nutzt. Was machen wir mit der restlichen Wand? Ach, das geht wieder nicht, weil wir bestimmte Anzahl mit der Farbe streichen müssen. Kriegen wir trotzdem hin. Streich die Decke. Zählt hier nicht mehr mit dazu. Bisschen da verarschen. So wird's gehen. Thank you.
Kanonenleuchter. Die müssen natürlich in rosa. Also ich drehe da komplett frei. In dem Zimmer. Und die anderen Zimmer, die gingen ja noch. Die waren ja noch. Das wäre noch ganz hübsch. Warte, ich mache hier noch was rein. Passt man an die Wand. Jetzt hast du wahrscheinlich einen Pornoschuppen. Fantastisch. Noch ein bisschen obskur anordnen. So, das Bett. Aha, verstehe. Der schläft hier nicht. Ja. Das ist kein Schlafzimmer. Und auf diesem Tisch werden keine
Formular ausgefüllt. Lederbürostuhl. Ja, zu wenig Leder hier drin. In diesem Schrank wird auch kein Aktenordner stehen. Oh Gott, sieht das schrecklich aus. Ja, ist klar. Was ist los mit den Entwicklern? Für das Licht, das Einzige, was ich gemacht habe, ist das Licht dann, ja. Der Rest. Das verstärkt ja nur hier. Die Tür muss durch hier rein. Ausblick am Morgen. Ja, der hat den Ausblick auf was anderes am Morgen. Kerzen. Was? Okay. Was für ein Fetisch ist das? Es ist Leute. Was für. Was für ein Feature soll das darstellen? Drei verschiedene Bücher. Ja. Das sind keine Sachbücher. Ey. Gut, haben wir's durch. Sieht fast besser ohne. Besser ohne Dings aus und Lichter. Ich will jetzt auch mal ein Foto machen. Fantastisch. Weihnachtsprozent. Okay, wollen wir was übersehen? Und das Klo übersehen, da wie?
Explore haben wir gemacht. Irgendwo einen Raum mal sehen oder so. 84%, da fehlt doch noch was. Da haben wir mindestens den ganzen Raum mal sehen. Ja, stimmt, der Hinterraum wird. Da haben wir einen Tür gebaut. Da waren wir noch nicht fertig mit. Können wir es nicht einfach so lassen? Das passt doch ganz gut zu dem Fetischzimmer hier vorne drin. Direkt in der Familienstraße. Ich will es nicht wissen. Wissen, was hier vorher an diesem Zimmer passiert ist. Die Wände so aussehen. Ist der Kleiderschrank? Fließen rot, ja natürlich. Ich muss jetzt nur die hier loswerden. Das müssen wir natürlich hier auch zu Ende machen. Alles klar. Kleiderschrank. So viel passt hier gar nicht rein. Nein, das ist auch wurscht, das jetzt gerade steht. Ein Ledersitz. Und drei Kleidermarken. Ah, ja.
Okay, cool. Skistiefel. Aha. Die Schuhe und dazu dann das, das linke Brot, ja, ganz genau so. What the fuck? Machen wir Schluss hier. Tausend auch nur, naja. So viel zu, ich zahle jeden Preis. So, da sind wir wieder. Und sind, glaube ich, mit den Weihnachtsaufgaben durch, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann haben wir das auch mal. Dann ja, Boden für diesen Ding machen wir auch mal wann anders. Machen wir nächsten Stream. Denn wir finden jetzt spontan noch schnell welche. Boden und Decker. Ein schönes Laminat verlegen. Eine französische Walnuss. Wäre auch was. Eine dunkle will ich jetzt irgendwie nicht haben. Glaswände. Ich will es nicht wissen. Das sieht doch gut aus. Ziehen wir das mal was durch. Theoretisch kriegt man das alles mit einem Blick hin. Wenn man es gut macht, ist die ganze Fläche mit einem. Sieht doch schon viel heimlicher aus. Das meine ich mit einem Klick. Machen wir nächstes Mal das Schlafzimmer. Das Klo braucht andere. Niesen. Jetzt raus. Okay. Sieht doch gut aus. Na dann. Wird Zeit für mich, Schluss zu machen. Speichern und beenden. Jo. Danke fürs Zuschauen. Auf YouTube, Däumchen nach oben, Glocke, Abo. Und auf Twitch vorbeischauen, Kommentare schreiben. Man sieht sich. Ciao, YouTube.
YouTube.